Egal, ich habe es im Kopf, mehr oder weniger. Und zwar, wir sind an dieser ersten Predigt jetzt angelangt von dem ersten Tag in der Fastenzeit oder ersten Sonntag in der Fastenzeit, Ashes to Glory. Und ein Grundgedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass das christliche Leben, dieser Weg der Verwandlung, dieser Weg zur Vergöttlichung, beinhaltet ein Ringen. Ein echtes Ringen, einen echten Einsatz für unsere Freiheit, ein echtes, um es auch irgendwie zu sagen, ein echter Kampf. Ist nicht Kriegsdienst unser Leben auf der Erde, würde der Prophet Hiob vor ein paar Wochen sagen. Vielleicht kann sich jemand erinnern an diese Lesung. Die Frontlinie zwischen Egoismus und Liebe verläuft durch die Mitte unseres Herzens, würde Johannes Paul II. Sagen. Es geht wirklich um ein Ringen, aber nicht nur. Und wir befinden jetzt in der Fastenzeit, was eine Vorbereitung ist für Ostern, für die Taufe, auch die Erneuerung unserer Taufe. Wir haben auch unter uns ein paar, die getauft werden in der Osternacht, aber wir alle werden unsere Taufe erneuern, nicht? Und da sehen wir, in dieser Woche wird uns vorgestellt, und gerade auch den Täufling und jeden von uns, die jetzt diesen Weg nochmal neu vollziehen wollen an uns, es geht um ein Ringen, nicht? Wenn du diesen Schritt machst, Jesus empfängt den Heiligen Geist. Und was ist das Erste, was passiert, heißt es heute, der Geist wirft ihn in die Wüste hinaus. Ekbalein, nicht? Ich sage sehr schön, er führt ihn in die Wüste. Nein, also der Begriff auf Griechisch ist sehr stark, nicht? Weil er wird in die Wüste hineingeworfen. Das Erste, was da passiert, wenn der Heiligen Geist empfängt, ist nicht, oh, jetzt wird das Leben nice and easy und cheesy und irgendwie toll und so. Sondern, nein, das Erste, was er erfährt, er wird in die Wüste geführt. Und was dem Täufling erinnert wird, ist, wenn du getauft wirst, bereite dich vor. Weil es wird ein Ringen geben müssen. Das ist das Erste. Ein gesunder Realismus, auch einfach für dein Leben, nicht? Christ sein heißt nicht, jetzt ist alles irgendwie einfach und irgendwie Lobpreis wie gestern Abend. Ich werde mir, also wirklich genial, auch danke, die arme Eva, die jetzt heute Morgen wieder spielt. Ich weiß nicht, wann sie ins Bett gekommen ist, ein 30er feiern gestern. Und vielen Dank, Eva. Und das war einfach unglaublich. Nicht dieser Lobpreis gestern war so genial und einfach die Stimmung und Leute waren da draußen, weil die Kapelle so voll war. Und wir haben einfach Gott gelobt. Aber wir wissen, christliches Leben ist auch Alltag. Nicht früh aufstehen wie am nächsten Tag und meinen Dienst hier in der Gemeinde machen. Und das ist einfach unser Alltag, ist das Ringen auch, nicht? Und das war das Erste, was dem Täufling vorgesetzt wird. Ja, nächste Woche wird uns die Verklärung vorgestellt. Nicht wunderschön, nicht? Jesus auf dem Berg, der leuchtend weiß ist, nicht? Und dann sind alles Taufthemen, die uns vorgestellt werden. Die Woche drauf ist, mich dürstet. Die Frau an der Quelle, wo Jesus zu ihr kommt und sie ist irgendwie armselig und sie hat schon 5 Männer gehabt, denn jetzt hat es nicht ihr Mann. Und Jesus, der ihren eigentlichen Durst stillen möchte, nicht durch die Taufe. Und dann die Woche drauf hören wir von den Blinden und die Woche drauf von Lazarus. Und das ist alles diese Vorbereitung für die Taufe. Aber heute wird uns erstmal vorgestellt, es geht auch einfach um ein Ringen. Und diese Vergöttlichung, auf den wir hinwollen, nicht die Griechen und die Ostkirche spricht oft von diesem Gedanken Theosis, nicht diese Vergöttlichung des Menschen. Das ist das Ziel, auf das wir hinwollen, auf das wir hingehen. Und das Erste, wir sehen halt, wie Jesus in die Wüste hineingeführt wird, nicht? Und der ist dann 43 Tage da und das ist nicht so easy. So, jetzt möchte ich aber heute ein bisschen verbleiben mit den Versuchungen, die Jesus gespürt hat. Weil ich glaube, es sind so paradigmatische Versuchungen, die jeder von uns hat, so Art Wurzelsünden oder so Art Urwurzelversuchungen. Es geht auch nicht gleich um die Sünde, weil es kann erstmal einmal die Versuchung sein. Nicht? Sünde braucht immer Einsatz der Freiheit. Es geht auch immer um Missbrauch der Freiheit bei der Sünde. Aber es geht erstmal um die Versuchung selbst. Und die erste Versuchung ist, und ich würde sie mal aufteilen in Sinnlichkeit, Eitelkeit und Stolz. Sinnlichkeit, Eitelkeit und Stolz. Das sind die drei Versuchungen. Die erste ist die Sinnlichkeit. Und die Sinnlichkeit irgendwie sehr breit gefasst, ja. Weil es heißt, der sinnliche Mensch ist derjenige, der sucht seine Sicherheit und seinen Halt und seine Geborgenheit und sein Selbstwert und es ist sogar quasi das, was er anbetet, so ein bisschen. Sein Götze sind Dinge. Und die außerhalb, aber sogar auch innerhalb von ihnen selbst gewissermaßen sein können.
Deswegen sage ich sehr breit gefasst. Nicht für den sinnlichen Menschen sind die Dinge zu warm, zu kalt, zu weich, zu hart. Die sind irgendwie, alles ist, ja, ich begebe mich gerne auf der Couch und bin ein bisschen eine Couchkartoffel. Und oft ist der Sinnliche auch jemand, der ein bisschen faul ist. Und die Gefühle müssen richtig passen. Ich müsste richtig schön bequem sein. Nicht? Also das ist so ein bisschen das Ding. Also er lässt sich ein bisschen gehen oft. Das ist der sinnliche Mensch. Aber er sucht auch öfters einfach seinen Halt in den Dingen. Meine Mutter hat mich mal angerufen und hat gesagt, wir haben überlegt, ob wir dein Testament dir übergeben. Wir überlegen dir 50.000 kanadische Dollar zu geben, wenn wir sterben. Aber wir haben überlegt, vielleicht sollten wir das doch in Peanut Butter investieren. Und dir die Peanut Butter schicken. Ich habe Mom, keine gute Idee. Die wird ranzig, bis ich tot bin. Also das wird keine gute Idee sein. Nicht? Also sie möchte mich immer fetter machen. Ja? Und sie hat dann halt gedacht, okay, 50.000 Dollar Peanut Butter könnte vielleicht die Arbeit irgendwie schaffen. Nicht manchmal, also für mich, wenn ich denke an Dinge, an denen ich anhänglich sein könnte, vielleicht ist es Peanut Butter. Ja? Also vielleicht, ja, könnte ja sein. Ja? Aber vielleicht, es kann dein Auto sein, es kann das Essen sein, kann deine Musik sein, kann dein Job sein, kann viele Dinge sein. Das ist mein Halt, das ist die erste Versuchung. Verwandle diese Steine in Brot. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Erinnere ich dich dran. Und erinnere du, Christ, der jetzt getauft wirst und den Taufe neuen wirst, das ist eine Versuchung. Es ist vielleicht die leichteste Versuchung noch. Nicht die nächste wird schon mühsamer. Nicht die nächste, sorry, ist ein bisschen ein makaberes Bild hier, sorry. Die nächste Versuchung heißt nämlich Eitelkeit. Und der Eitle sucht seine Sicherheit, sein Halt und seine Geborgenheit nicht so sehr in den Dingen, sondern in andere Menschen. Nicht sein Halt letztendlich ist, was die andere von mir halten. Und das kann entweder die Menschenfurcht sein, weil ich denke, was könnten andere Leute von mir denken? Ich mache mein Kreuzzeichen, wenn ich zum Restaurant gehe, nicht, und kratze ein bisschen meinen Bauch, weil ich habe Angst, dass andere Leute sehen können, ich habe jetzt gerade das Kreuzzeichen gemacht und ich möchte es gar nicht banalisieren. Das kann manchmal echt ein heroischer Akt sein. Nicht für mich, es kann echt mühsam und schwierig sein, aber dahinter ist, ich habe Angst, was könnten andere Leute von mir denken? Nicht Menschenfurcht, ich stehe unter dem Blick der Menschen. Was könnten sie denken? Schmeiß dich runter vom Tempel und alle werden sagen, was für ein toller Messias du bist. Nicht, du musst vor dem Blick der Menschen, die Menschen müssen dich loben und preisen und sagen, wie großartig du bist, Jesus. Darin musst du deine Halt und Sicherheit suchen. Das musst du anbeten, nicht die Anerkennung von anderen Menschen. Und das ist echt, manchmal sagt man, die Menschenfurcht ist die Guillotine der Heiligen. Die Menschenfurcht ist die Guillotine der Heiligen, weil es so viel kaputt macht in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott. Und er sagt, Jesus, glaube ich, möchte uns nochmal sagen heute, hey, wenn du getauft werden möchtest, wenn du diese Tauferneuung machen willst, pass auf die Menschenfurcht, du musst echt damit ringen. Und die andere Variante von der Eitelkeit ist, was man vielleicht nennen könnte, einfach die Unreinheit der Absicht. Das heißt, dass die tiefere Beweggrund, warum ich die Dinge tue, letztendlich deswegen sind, weil es mir wichtig ist, was andere Leute von mir halten. Ich kann Krankenhäuser bauen, ich kann einen Orden gründen, ich kann toll auch, also hat auch religiöse Färbungen, ich kann tolle Sachen machen, anscheinend für Gott, aber eigentlich geht es mir nur darum, dass ich Anerkennung bekomme. Von anderen Menschen letztendlich, nicht? Ich stehe unter dem Blick der Menschen und ich baue eine Art Fassade um meinem Haus herum, mein inneres Haus, das ich selbst bin, und versuche, das bin ich nicht ich, also ich bin nicht die Fassade, aber ich möchte das nach außen projizieren, dass andere Menschen das von mir denken. Und das ist extrem mühsam und aufreibend und führt fast zu Burnout, weil ich muss ja die ganze Zeit von einer Seite des Hauses rennen, hin und her und diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist echt mühsam. Und dann gibt es noch eine komische oder interessante Variante von dieser Eitelkeit, die ist in sehr breitem Sinne des Wortes verstanden als mein Halt suchen in andere Menschen. Und das ist sogar in Beziehungen sehr oft, dass irgendwie, wenn der andere mein Halt ist, wenn der andere das ist, was ich anbete, was er von mir, dann kann das auch so sein, dass es ist etwas, ja, ich sehe ihn, ich tue ihn auf ein Podest stellen, ja, das, was ich anbete, und das fühlt sich für den anderen vielleicht am Anfang an sehr nett, ja, genial, ich werde hier angehimmelt, aber mit der Zeit ist es echt mühsam, weil es ja Erwartungen an mich stellt, an den
denjenigen, der an den Podest gestellt worden ist, der es niemals erfüllen könnte, und es erdrückt ihn und frustriert ihn, und ich bin der nie genüge. Und also dieses Ding, mein Halt suchen in andere Menschen, ist echt, ja, eine große Versuchung. Und dann die dritte Versuchung, die Jesus erfährt. Er kommt auf diesen Berg hinauf, nicht? Und der Teufel zeigt den ganzen Reiche der Erde und sagt: Ich werde dir das alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es ist die Versuchung des Stolzes, des Hochmutes. Und der Hochmutige, der sucht jetzt sein Halt und seine Sicherheit und seine Geborgenheit und seine Identität nicht so sehr in den Dingen, nicht so sehr in seinen Gefühlen, wo er sich schlecht fühlt, mal schnell dann zum Kühlschrank gehen muss und irgendwelche Sachen anschauen im Internet, die nicht gut tun. Es ist nicht derjenige, der Eitle, der sucht sein Halt und seine Sicherheit in anderen Menschen, deren Haltung von mir, sondern er sucht diese Sicherheit und diese Identität letztendlich in sich selbst. Und das ist, was er anbetet, sich selbst. Und vor allem, dass diese Fähigkeit, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Nicht? Er baut eine Statue von sich selbst jetzt in den Wolken. Er stellt sich selbst auf den Podest. Und das betet er an. Nicht? Ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Und das Problem mit diesem Stolz ist, wir sind halt nicht Gott. Und siebenmal am Tag fällt der Gerechte, sagt die Heilige Schrift. Und deswegen siebenmal am Tag wird, und das ist die Kehrseite dieses Stolzes, dieses Hochmütiges, boah, ich habe was, oft ist es der High Achiever und er schafft irgendwelche tonnenweise Dinge und nimmt sich viel vor. Aber die Kehrseite ist eben, dass er sehr oft frustriert ist und sehr oft entmutigt ist. Aber nicht deswegen, weil er jetzt Gott verletzt hat, nicht, er geht zur Beichte, fünf Minuten später kommt er raus, macht vielleicht genau dasselbe wieder. Und dann ist er den Rest des Tages wütend auf sich selbst. Wie konnte ich das tun? Nicht? Ich bin ein Desaster, ich bin so schlecht. Nicht? Und er beginnt seine Selbstmitleidparty, seine Pity-Party zu werfen. Und wo niemand anders eingeladen ist, außer er selbst. Nicht? Und er beginnt sein Lieblingslied in sein MP, also seine Musik zu hören auf Spotify. Und das heißt, ich bin so schlecht. Nicht? Und die Tür ist zu und die Fensterladen sind zugemacht worden. Es ist dunkel und ich bin so schlecht und wirft seine Pity-Party. Und Jesus kommt zu ihm und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht nicht so ganz, ja. Und er kniet sich nieder und versucht irgendwo in diesem Haus, das zu ist, nach außen irgendwo einen Ort zu finden, wo er da hinein. Er klopft an die Tür, aber meine Musik ist zu laut, ich höre sie gar nicht. Und dann vielleicht unter der Tür ist so ein bisschen Türschwelle, ist so ein bisschen ein Ding und ruft allein: Hallo, du, kannst du mal eine Sekunde nicht an dich selbst denken, bitte? Nicht? Weil die Entmutigung kommt nicht aus einer Liebe zu Gott, sondern sie ist purer Egoismus, sie ist Hochmut. Und das macht den Hochmut so gefährlich, weil er sich sehr oft tarnt als Demut. Ich bin so schlecht. Aber eigentlich geht es mir nur darum, ich kann nicht akzeptieren, dass ich auch ein Sünder bin. Hallo, like, wake up and smell the coffee. Du bist ein Sünder, wie wir alle. Nicht? Und auch das annehmen zu können. Und mit diesen drei Versuchungen, ja, das ist einfach ein echtes Ringen. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein. Nicht viele von diesen Tendenzen, wir haben vielleicht eine, ist öfters ein bisschen mehr ausgeprägt als die anderen. Vielleicht merkt man, oh Gott, ich habe alle drei. Ja? Aber ja, das bewusst zu sein. Jetzt sagen wir aber, in dieser Predigtserie vom Ashes to Glory, nicht? Okay, ich bin ein Desaster, aber meine Sehnsucht ist es, mich auszurichten nach Gott. Diese Sehnsucht ist die Theosis, ist die Vergöttlichung. Gott möchte uns dort hinführen. Und das ganze christliche Leben spielt sich irgendwie ab zwischen diesem, ja, dieses Ringen mit der Versuchung, der Kampf mit dem Bösen, mit der Dunkelheit in meinem eigenen Schatten. Und das Schöne ist, ich darf da mitmachen, ich darf meine Freiheit einsetzen, ich darf voll mich begeben. Es gibt ein hohes christliches Ideal der Heiligkeit. Das wird ganz hoch gehalten. Obwohl wir auf der anderen Seite wissen, wir sind Sünder und wir machen Fehler und wir sind nicht vollkommen und wir sind nicht perfekt. Es scheint wie ein Paradox zu sein. Es gibt ein hohes Ideal und wir dürfen danach ringen und zugleich zu wissen, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein, nicht die Hallo-App. Finde ich sehr schön jetzt, wo ich auch ein bisschen mitmachen darf. Nicht in jeder Woche der Fastenzeit geben sie uns eine der sieben letzten Worte Jesu am Kreuz. Und für diese Woche, was sie uns vorschlagen, darfst du eine Woche jetzt betrachten, dieses Wort von Jesus am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Morgen wird da Hannes Hartl und übermorgen auch die ersten Betrachtungen darüber machen anhand von Fulton Sheens Buch, die sieben letzten Worte. Aber heute wirst du nur noch im Paradies sein. Und das ist,
irgendwie, dieser Schächer, der hat, er war ein Verbrecher und er hat Dinge versemmelt in seinem Leben und im letzten Moment stehlt er den Himmel auch noch nicht, dieser. Und es ist irgendwie im letzten Augenblick, und das ist so, ja, wie geht das zusammen? Und doch ist es beides, ja, wir dürfen uns voll einsetzen, voll ringen, voll kämpfen und zugleich dürfen wir wissen, heute ist mir diese Gnade Gottes gegenwärtig. Heute greift er ein in meinem Leben. Heute hilft er mir. Er ist hinausgeworfen in der Wüste. Der Heilige Geist, der ihn erfüllt hat, erfüllt mich ja auch. Und dieser Geist treibt mich auch mit Jesus in der Wüste. Und dieser Geist gibt mir die Kraft durch das, was Jesus gemacht hat in der Wüste, die Kraft zu siegen über diese ganzen Versuchungen. Nicht? Er gibt mir die Kraft, dass ich doch langsam, manchmal schneller, manchmal langsamer, wirklich verwandelt werde, immer in Jesus, dass dieses Vergöttlichung, dieses Ziel, dass ich mich darauf freuen darf und dass ich dahin kommen kann, Kraft, seine Gnade, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Das hier ist los, jetzt tut es mir echt leid, dass ich mein Papier nicht gefunden habe, weil ich wollte eigentlich dieses Ding euch vorlesen. Es gibt so ein schönes Zitat von C.S. Lewis, wo er sagt, sollen wir einen Misthaufen aus dieser Welt machen, weil manche Menschen den Duft der Rosen nicht aushalten können? Und er spricht es ein bisschen ausführlich, ich kann es euch nicht vorlesen, vielleicht nachher schicke ich es mal in die Gruppe, aber es ist irgendwie sehr schön, weil er zugleich sagt, ja, wir werden gelb gelb nennen und nicht gelb-blau nennen. Und wir werden das Ideal des christlichen Glaubens hoch aufrecht erhalten. Und wir werden nicht Fisch Fleisch nennen und Fleisch Fisch nennen. Und wir werden die Sünde Sünde nennen. Und wir werden Heiligkeit Heiligkeit nennen. Und wir werden uns ausstreben nach diesem Ding. Und wir werden uns versuchen, dass aus dieser Welt einen Rosengarten zu machen mit Gottes Hilfe und nicht einen Misthaufen. Egal, was um uns herum ist, egal, was passiert auch in unserem Leben, egal, wie oft der Versucher versucht, mir einzuflößen, du schaffst es eh nicht. Du bist eh ein Loser. Schau mal deine letzten 20 Beichtzettel an, die einfach Fotokopien sind wahrscheinlich von der Beichte davor. Nicht? Und er versucht uns dann zu entmutigen und zu wissen, nein, der Herr ruft uns, Rosen zu sein. Und mit seiner Kraft werden wir das auch immer mehr erschaffen und er führt uns in diese Richtung und ja, er möchte uns führen vom Ashes to Glory, nicht vom Aschemittwoch zur Herrlichkeit des Ostersonntags. Und ich wünsche euch allen in dieser ersten Fastenwoche einfach viel Gnade, viel Segen, auch viel Freude im Heiligen Geist, dass wir mitmachen dürfen mit seiner Gnade und zugleich, dass wir uns bewusst sind, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein, dass seine Barmherzigkeit unendlich ist und dass er uns Kraft gibt und Stärke und Segen und Heiligen Geist.